Hey Leute, heute geht es um den ViewTab und um Fenster in Roblox Studio. Gehen wir direkt mal rein. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht verpassen. Das ist wirklich Grundvoraussetzung. Super wichtiges Kernwissen über Roblox Studio. Wenn ihr das nicht könnt, dann habt ihr später richtig viele unnötige Probleme, die super simpel zu lösen sind, aber euch einfach nur Zeit fressen. Ihr wisst ja schon, was die Toolbar hier oben ist und dass es verschiedene Toolbar-Tabs gibt. Und heute geht es um den ViewTab, diesen hier, und grundsätzlich um Fenster, weil dafür ist der ViewTab da. Der ViewTab ist dafür da, um Fenster in Roblox Studio zu öffnen und zu schließen. Ihr seht, manche dieser Knöpfe, die hier sind, sind dunkel hinterlegt. Ich weiß nicht genau, wie es im Light Mode aussieht, aber halt auch hinterlegt. Und manche nicht. Dass die hinterlegt sind, bedeutet, dass sie angezeigt werden. Zum Beispiel der Terrain Editor hier ist dunkel hinterlegt, weil ihr hier links den Terrain Editor habt. Wenn ihr den ausschalten wollt, könnt ihr entweder bei dem Fenster auf Close klicken oder beim Terrain Editor einfach einmal raufklicken. Dann ist er zu. Um den Terrain Editor wieder zu öffnen, könnt ihr raufklicken und er wird wieder geöffnet. Des Weiteren könnt ihr nicht nur festlegen, welche Fenster angezeigt werden und welche nicht angezeigt werden. Ihr könnt auch noch festlegen, wo und wie die Fenster angezeigt werden. Dieser Terrain Editor hat hier nämlich noch dieses Icon zum Kollapsen. Dann habt ihr auf einmal hier links in der Seitenleiste einfach den Terrain Editor, den ihr so schnell öffnen und dann wieder schließen könnt. Wer es mag, ich mag es nicht. Ich klicke nochmal rauf, um es zu expanden. Und wenn ihr hier auf diesen Pfeil klickt, habt ihr noch weitere Optionen, zum Beispiel Float und Dock. Docken könnt ihr nicht, weil dieses Fenster ist aktuell gedockt. Wenn ihr es floaten lasst, dann habt ihr das Fenster hier und könnt es hinziehen, wo ihr wollt. Wenn ihr es wieder docken wollt, klickt ihr auf Dock und es geht zurück an seine Ursprungsstelle. Ihr könnt aber auch einfach so hier oben, da wo der Name im Fenster drin steht, beim Terrain Editor, das geht übrigens auch mit der Toolbox, dem Explorer, den Properties, mit allem außer der Toolbar. Die Toolbar hat eine eigenständige Rolle, aber alle anderen Fenster könnt ihr einfach hier beim Namen nehmen und wegziehen. Ihr könnt bei den meisten Fenstern die Größe verändern. Es ist natürlich eingeschränkt. Ich kann zum Beispiel den Terrain Editor nicht kleiner als so machen oder auch nicht kleiner als so. Das ist die kleinste Größe, die möglich ist. Ihr könnt ihn aber größer machen, weil es gibt ja auch noch andere Tabs in dem Terrain Editor, zwischen denen man auswählen kann. Vielleicht habt ihr hier lieber so eine Ansicht als so eine Ansicht. Wir packen den wieder zurück und diesmal machen wir es nicht über Dock, sondern wir docken ihn selbst an, indem wir ihn rüberziehen. Und ihr seht, immer wenn wir über ein Fenster rüberhovern, kommen diese Symbole. Diese Symbole geben euch verschiedene Optionen, wie ihr jetzt dieses Fenster andocken wollt. Ihr könnt es entweder hier drüber andocken, hier drin andocken, so 50-50. Ihr könnt es reinpacken, das ist ganz lustig. Jetzt habt ihr den Terrain Editor hier als Haupttab. Wir haben hier den Place und den Terrain Editor. Wer das mag, kann es gerne machen. Und dasselbe gilt natürlich auch für links, rechts und unten. Wir wollen ihn jetzt wieder hier auf die Seite packen und ihr seht, das hat jetzt nicht direkt funktioniert. Warum? Weil diese Symbole hier beziehen sich immer auf das Fenster, über das ihr rüberhovert. Wenn ihr jetzt wollt, dass der Terrain Editor wieder über der Toolbox ist, dann geht ihr auf die Toolbox rauf und wählt dann drüber aus. Und dann ist es wieder da drüber. Soweit, so gut. Ich hoffe, ihr konntet das bis jetzt verstehen. Denn wir machen jetzt weiter mit den Fenstern, die es an sich gibt. Und dafür gehen wir einmal im ViewTab alle Knöpfe durch. Und fangen mit den wichtigsten zwei Schaltflächen an. Das ist der Explorer und die Properties. Die sind extra so groß, weil sie so wichtig sind. Der Explorer, seht ihr hier, wenn ich den ausmache, ist der weg. Hier rechts. Wenn ich den anmache, ist er wieder da. Ihr könnt ihn aus- und anmachen über diese Schaltfläche. Dasselbe könnt ihr auch mit den Properties. Die sind unterm Explorer standardmäßig drunter. Könnt ihr aus- und wieder anmachen. Ihr könnt die natürlich woanders hinschieben. Ihr könntet zum Beispiel die Properties in den Explorer reinziehen. Und nun habt ihr nicht oben drüber, sondern unten drunter diese Tabs und könnt zwischen Explorer und Properties wechseln. Fände ich persönlich ein bisschen umständlich, deswegen ziehe ich den Tab hier einfach wieder raus und ziehe es hier drunter, wie es vorher war. Manche Leute haben die Sachen auch gerne nebeneinander. Ich verstehe auch, warum man das so haben möchte. Diese beiden Fenster kriegen nochmal eigene Videos, weil sie so wichtig sind. Im Explorer ist im Grunde alles drin, was ihr in eurem Spiel drin habt. Und in den Properties könnt ihr alle möglichen Gegenstände beschreiben und die Eigenschaften einstellen. Wie gesagt, dazu kommen eigenständige Videos. Ich packe es wieder so hin, wie es vorher war und ziehe es hier wieder kleiner. Dann haben wir den Asset Manager. Der Asset Manager, den haben wir schon mal benutzt. Ihr seht, der hat sich jetzt hier geöffnet. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr den natürlich rüberziehen und sagen, ich will den Asset Manager hier drin haben. Und dann kann man so einfach wechseln zwischen denen. Und im Asset Manager managt ihr all eure Assets vom Spiel. Das bedeutet, hier habt ihr verschiedene Fenster wie Places, haben wir ja schon mal besprochen. Images, Meshes, Packages, Audio und Models. Und das sind alles verschiedene Assets, die zu eurem Place dazugehören. Ihr könnt zum Beispiel Meshes, also 3D-Modelle, hier uploaden über Add Meshes. Könnt ihr dann einfach 3D-Models uploaden und diese 3D-Models könnt ihr dann ins Spiel einfach reinziehen. Dasselbe könnt ihr auch mit Bildern so machen. Hier könnt ihr natürlich unter Places könnt ihr neue Places erstellen. Das wisst ihr schon aus dem Places-Video. Ihr könnt
Sounddateien hochladen, also Audio-Files. Und genauso könnt ihr auch Models erstellen und Models hier auch hinzufügen, damit ihr die immer reusen könnt. Der Asset Manager ist dann sowas wie die spezielle Toolbox nur für diesen Place. Und was Packages sind, erkläre ich in einem anderen Video. Das ist aktuell nicht so wichtig. Die waren bisher ziemlich schlecht. Ich glaube, da gab es neulich ein Update. Ich gucke mir nochmal an, ob Packages inzwischen besser funktionieren. Vorher mache ich dazu noch kein Video. Aber ich habe es ja schon erwähnt, die Toolbox. Was ist die Toolbox? Wir machen mal den Asset Manager zu und ich mache mal den Terrain Editor zu, damit wir hier die Toolbox sehen können. Und die Toolbox ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Toolbox übersetzt sich mit Werkzeugkiste und so kann man es auch beschreiben. Die hatte in den letzten Monaten sehr viele Updates und wenn ihr das Video in der Zukunft seht, vielleicht sogar noch mehr. Und ich muss jetzt sagen, die Toolbox ist sicherer denn je. Sie ist aber trotzdem immer noch ein sehr unsicherer Place, denn in der Toolbox gibt es verschiedene Tabs und der bekannteste Tab ist der Marketplace-Tab, der standardmäßig immer geöffnet ist. Und hier könnt ihr alle möglichen Assets zu eurem Spiel einfach hinzufügen, indem ihr sie reinzieht. Wir können hier dieses Flashlight-Tool einfach ins Spiel reinziehen und dann haben wir hier eine Taschenlampe. Die können Spieler meinetwegen aufheben, was auch immer. Ich entferne sie wieder, indem ich Entfernen drücke, während sie ausgewählt ist. Das Problem hierbei ist, jeder Roblox-Spieler kann, was er möchte, in die Toolbox hochladen. Und somit sind hier teilweise Sachen drin, die geklaut wurden. Und wenn ihr sie in euer Spiel reinpackt, lauft ihr Gefahr, dass euer Spiel gesperrt wird, weil ihr einen Copyright-Strike bekommt. Weil die geklauten Sachen, die in der Toolbox drin sind, dürft ihr auch nicht verwenden. Also alles, was so Copyright infringen könnte, wie zum Beispiel so ein Orange Rainbow Friend. Wenn ihr den zu eurem Spiel hinzufügt, dann könnten die Macher von den Rainbow Friends euer Spiel von der Plattform runternehmen, weil die nicht möchten, dass ihr das Orange Model klaut. Das gehört nämlich zu Rainbow Friends und nicht zu euch. Das noch viel Schlimmere sind aber Viren, weil Leute platzieren sehr gerne in irgendwelchen Models Viren drin und diese Viren sind entweder dafür da, dass die Leute, die die Viren platziert haben, in eurem Spiel Admin-Commands bekommen oder dass euer Spiel missbraucht wird, um einfach eure Spieler zu einem anderen Spiel rüber zu teleportieren oder einfach nur um euer Spiel zu zerstören. Das ist so die gängigste Variante von Viren. Oh Gott, Doors Kit Full. Das seht ihr, das dürft ihr auf jeden Fall nicht verwenden in eurem Spiel. Aber wie könnt ihr euch jetzt vor Viren schützen? An sich ist es erstmal nicht so leicht. Je besser ihr euch mit Roblox Studio auskennt, desto besser seid ihr auch vor Viren gewappnet, weil desto besser wisst ihr auch, was richtig und gut ist und was nicht gut ist. Grundsätzlich gibt es da ein paar Sachen, auf die ihr achten könnt. Erstens, dieses Symbol bedeutet, dass dieses Tool aus der Toolbox als High-Quality-Item markiert wurde von Roblox. Das bedeutet, es wurde von Roblox selbst überprüft und zugelassen. Das sind natürlich alle Items, die Roblox selbst veröffentlicht hat, wie zum Beispiel der Neutral Spawn, den ihr auch hier immer in eurem Startplace drin liegen habt. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen dafür, dass ihr die Sachen benutzen könnt. Zum Beispiel dieses Treehouse, das ist nicht von Roblox, sondern von Aurasus, aber es wurde als High-Quality-Item markiert. Marktesser High-Quality-Item. Trotzdem müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Die Thumbnails, diese Vorschaubilder, die hier zu sehen sind, die kann man selbst manipulieren. Und theoretisch könnte jemand einfach ein Bild wie dieses hochladen und dann auf sein eigenes Item raufpacken. Deswegen, wenn ihr euch nicht sicher seid, hovert immer drüber und wartet, ob da steht, Markt ist ein High-Quality-Item. Und ihr könnt hier auch auf das Plus klicken, dann öffnet sich die Seite ein bisschen größer. Ihr könnt hier sehen, was ist in dem Model drin. Könnt es aufklappen, gucken, ah, hier sind ziemlich viele Parts und so drin. Den ganzen Aufbau. Falls ihr noch nicht wisst, was das ist, werden wir das alles noch besprechen. Und hier steht dann auch, Baumhaus von mir gemacht, free to take. Das heißt, ihr könnt es in eurem Spielen verwenden. Und das wurde, wie gesagt, von Roblox selbst approved als sicheres Item, das man so verwenden kann. Und das hier habt ihr sicher auch schon in vielen Spielen gesehen, weil es eigentlich schon so ein bekanntes Free-Item ist. Aber es gibt halt sehr viele Items in der Toolbox, die nicht von Roblox approved wurden, weil Roblox natürlich nicht alles approven kann. Dementsprechend gibt es auch andere Sachen, auf die ihr achten könnt. Zum Beispiel, wenn ihr über ein Tool rüber hovert, dann seht ihr hier unten manchmal Has Scripts. Das ist nicht unbedingt eine Red Flag. Aber wenn ihr euch nicht mit Scripting auskennt, solltet ihr natürlich keine Models aus der Toolbox reinziehen in euer Spiel, die Scripts beinhalten, weil Scripts können alles machen, absolut alles. HD Admin zum Beispiel hat eine sehr gute Bewertung und ist auch von Forever HD. Das heißt, das ist ein wirklich sehr bekanntes, sehr weit verbreitetes Admin-Modul, bei dem ich euch auch sagen kann, das könnt ihr in euer Spiel packen, das ist sicher. Das hat auch eine sehr gute Reputation, hat 43.000 Favorites, hat 70.000 Bewertungen, 93%ig positive Bewertung. Das ist ein guter Hinweis darauf, dass das Ding sicher ist. Trotzdem könnte es theoretisch immer noch unsicher sein und Forever HD könnte immer noch Sachen an diesem Modul ändern und
HD-Admin in ein Virus verwandeln. Damit hätte er die Macht, ziemlich viele Spiele auf der Roblox-Plattform einfach lahmzulegen, die HD-Admin verwenden. Macht in der Hand von Forever HD. Krass. Deswegen ist das auch nicht von Roblox approved, weil Roblox weiß, Forever HD könnte den Schritt auf die dunkle Seite wagen. Und das kann Roblox natürlich nicht riskieren. Also hundertprozentig safe kann es nie sein. Aber ich würde sagen, wenn ihr schnell ein Admin-Modul haben wollt, könnt ihr gerne HD-Admin zu eurem Spiel hinzufügen. Wenn ihr nun etwas zu eurem Spiel hinzufügt, wie zum Beispiel dieses Doors-Kit auf jeden Fall nicht, aber zum Beispiel dieses Doors-Window, da steht nicht Has Scripts. Das bedeutet, ihr könnt das einfach in euer Spiel reinziehen. Das wird sehr wahrscheinlich erstmal kein großes Problem darstellen. Eine andere Variante, wie Leute aber gerne Viren zu eurem Spiel hinzufügen, ist nicht durch Scripts, sondern durch Welds. Hier scheint alles gut zu sein. Mit dem Fenster gibt es wahrscheinlich kein Problem. Scrollen wir jetzt aber runter zu diesem, zum Beispiel 7-Eleven Store. Oh, der hat Scripts. Ich nehme mal irgendwas, was keine Scripts hat. Zum Beispiel diese Basic T-Road. Dann sehen wir auf einmal, warum ist hier ein Weld drin? Ein Weld braucht das Ding nicht, weil es ist geankert. Wahrscheinlich ist das hier nur aus Versehen passiert. Wie sowas aus Versehen passieren kann, werde ich auch noch in einem anderen Video besprechen, wo wir dann ans Bilden gehen. Aber hier, die Road hat auch so viele Welds. Das ist an sich jetzt noch kein großes Problem. Solche Welds passieren schon öfter mal beim Bauen, wenn man nicht genau weiß, wie man richtig mit Roblox Studio umgehen kann. Es gibt aber auch viele Models, die mit Absicht einfach ganz viele Welds nehmen. Steuerung C, Steuerung Umschalt V, 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 V. Bam, bam, bam. Da Welds in Welds platziert. Oh Gott, jetzt leckt sogar mein Studio. Okay, Augenblick. Wir müssen warten, bis der Lag vorbei ist. Naja, dann warten wir mal, bis der Lag vorbei ist. Okay, ich glaube, Roblox Studio kriegt sich nicht mehr ein. Ich werde es einmal über den Task Manager beenden. So, und dann starten wir es einfach neu. Denn wie ihr gesehen habt, haben schon ein paar Welds. Natürlich bin ich jetzt auf einer virtuellen Maschine mit sehr wenig Rechenleistung. Bei einem richtigen Computer wird es dann noch sehr viel länger dauern. Aber diese paar Welds haben bei mir schon Probleme bereitet. Und es gibt halt super viele Models in der Toolbox drin. Hier haben wir die Toolbox, die einfach ganz nett aussehen, die keine Scripts drin haben, die aber dafür vollgepackt sind mit Welds. Oder mit Vector Forces oder mit irgendeinem anderen Schmarrn, der keinen Einfluss aufs Spiel hat, außer dass das Spiel anfängt unglaublich zu laggen, weil das alles geladen werden muss. Und wenn euer Spiel komplett laggt, dann macht es auch keinen Spaß. Also merkt euch das bitte, falls ihr euer Roblox-Spiel viel mit der Toolbox aufgebaut habt, ist das gar nicht so schlimm. Wenn ihr aber merkt, dass das Spiel unglaublich stark laggt, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwo ganz viele Welds, Decals oder irgendwas drin versteckt, die Leute mit Absicht in den Models platziert haben, um euer Spiel zum Laggen zu bringen. Und dementsprechend müsstet ihr dann euer Spiel durchsuchen. Über die Toolbox kann ich noch sehr viel mehr sagen. Das machen wir dann aber in einem weiteren Video, das sich auf die Toolbox spezialisiert. Wir hatten jetzt einen groben Einblick in die Toolbox. Wir können sie einmal schließen und gehen dann weiter im ViewTop zum Object Browser. Und der Object Browser, das ist, wenn ihr nicht scriptet, nicht so wichtig, aber ihr könnt hier reingehen und seht dann alles, was es so in Roblox gibt. Alle Enums, alle Klassen, alle Objekte, alle Funktionen, alles, was man halt so finden kann. Den Object Browser mache ich jetzt wieder zu. Der ist halt nur wichtig, falls ihr mal irgendwas nachschlagen wollt. Dann kommt der Output. Und der Output ist auch super wichtig, wenn ihr Sachen scriptet oder wenn ihr halt nach Fehlern in eurem Spiel sucht. Habt den Output am besten immer an. Oder zumindest in Reichweite. Ich habe schon häufig, dass Leute mir in die Kommentare geschrieben haben, irgendwas funktioniert nicht aus deinem Tutorial. Dann habe ich gefragt, was steht denn im Output? Und da steht nichts. Aber in Wirklichkeit haben sie gar keinen Output offen gehabt und gar nicht gesehen, dass da der Fehler obviously steht. Wenn ihr einen Fehler in eurem Spiel habt, dann wird er wahrscheinlich im Output stehen. Wenn er nicht im Output steht, dann habt ihr etwas grundlegend falsch eingerichtet. Das ist praktisch eure Konsole. Ihr könnt hier unten auch einen Command run, wie zum Beispiel print hi. Und dann seht ihr einmal der Command print hi wurde gerunnt und hier seht ihr dann das Ergebnis hi. Leute, die die Coding-Lern-Serie von mir geschaut haben, die werden hiermit dann schon was anfangen können. Dort haben wir nämlich auch einfach nur einfache Commands oder Scripts gerunnt und dann den Output angeguckt. In Roblox Studio könnt ihr noch sehr viel mehr machen, als nur in den Output gucken. Ihr könnt ja übrigens noch filtern nach allen möglichen Arten von Nachrichten und alle Kontexte, also von wo diese Nachrichten ausgeschickt werden. Zum Beispiel, wenn ich Studio ausmache, dann seht ihr nur hi. Und hi kam von Edit. Einfach um so ein bisschen aufzuräumen. Rechts habt ihr noch Filter. Ihr könnt zum Beispiel hier nach hi filtern und dann seht ihr nur das, wo hi drin steht oder Print filtern, dann seht ihr nur das. Und ihr könnt natürlich den Output clearen, dann ist er wieder leer. Ich packe aber nochmal eine Kleinigkeit hier rein, weil ihr seht hier links auch immer so ein Timestamp daneben. Den könnt ihr übrigens auch ausschalten. Den Kontext könnt ihr ausschalten, also von wo es kam. Die Quelle könnt ihr ausschalten. Da wir kein Script geschrieben haben, gibt es hier keine Quelle, die angezeigt wird. Shop Tables Expanded by Default würde ich nicht anmachen an eurer Stelle. Es sei denn, ihr arbeitet nur mit kleinen Tables, die ihr in die Konsole postet. Memory Addresses sind eigentlich auch nur sinnvoll, wenn ihr schon richtig hart im Coden drin seid. Und mit dem Lock Mode könnt ihr einfach Randoptionen entfernen. Wenn ihr den Lock Mode anschaltet, dann habt ihr zum Beispiel Expandable Tables
die wir hier schon besprochen haben, nicht mehr. Zum Beispiel, wenn ich jetzt printe und kein String printe, sondern ein Table printe, in dem der String drin steht. Dann habe ich hier aus Versehen eine eckige Klammer gemacht. So, dann seht ihr, weil wir im Log-Mode sind, steht hier einfach nur Table. So wie wir es auch aus der Coding-Lern-Serie kennen. Ihr könnt aber den Log-Mode deaktivieren. Dann müssten wir das Ganze nochmal reinpasten. Und seht dann, hier steht nicht mehr Table und dann die Adresse vom Table, sondern hier ist dann der Table und ich kann ihn aufklappen und zuklappen. Also der Log-Mode entfernt die Funktion zum Auf- und Zuklappen und ist halt nur, wenn ihr den Output zum Loggen verwenden wollt. Und falls ihr trotzdem diese Table-Adresse hier sehen wollt, könnt ihr natürlich Show Memory Address for Expandable Tables nehmen und dann habt ihr das. So, den Output mache ich wieder zu und dann kommen wir zu Script Analysis. Hier könnt ihr reingucken, um Fehler in eurem Script zu finden. Wir haben in unserem Spiel gerade keine Scripts drin. Wenn ich aber ein Script hinzufüge und da einfach Print Hello World drin steht, kein Problem, dann steht hier nichts drin. Wenn ich jetzt aber einen Fehler reinhaue, wie zum Beispiel, dass ich das Statement nicht beende, dann seht ihr hier unten steht ein Syntax Error. Script Analysis habe ich persönlich noch nicht verwendet, kann man aber vor allem in größeren Spielen gut nutzen, um halt einen Überblick zu bekommen, in welchen Scripts gibt es noch Fehler drin. Dann kann man hier raufklicken und dann kommt man an die Stelle und sieht, ach ja, hier. Und dann ist der Fehler wieder behoben und niemand meckert mehr rum. Dafür ist Script Analysis da. Dann haben wir die Command Bar, mit der haben wir vorhin schon einen Command gerannt. Die können wir natürlich auch schließen. Wir können sie wieder öffnen. Und wir haben auch hier drei Punkte, um es hin und her zu ziehen. Aber ich habe die Command-Bar gerne hier unten, wo sie auch hingehört. Nein, sie will nicht mehr zurück, jetzt. Übrigens merkt sich die Command-Bar eure letzten Commands. Ihr könnt hier auf den Pfeil klicken, dann seht ihr sie hier. Oder ihr könnt einfach mit den Pfeiltasten nach oben klicken für den letzten oder nach unten klicken für den vorherigen Command. Dann Performance. Damit könnt ihr die Performance von eurem Spiel begutachten. Dann seht ihr dann, wenn ihr euch ein bisschen besser auskennt mit all dem technischen Kram, könnt ihr das machen. Ist jetzt für die Serie erstmal noch nicht so wichtig. Vielleicht kommt er später, wer weiß, wie weit diese Serie voranschreitet. Wird. Der Task Scheduler ist jetzt auch noch nicht so wichtig. Hier seht ihr halt wirklich, welchen Aufgaben das Spiel nachgeht und ihr seht, obwohl in dem Spiel nichts drin ist, außer dieses Script, welches nichts macht, ich kann das entfernen, wird nichts ändern, gibt es schon einige Aufgaben, die Roblox von sich aus erledigt und das die ganze Zeit. Deswegen ist Roblox Studio so eine schöne Engine, weil ihr euch um diese ganzen Sachen gar keinen Kopf machen müsst. Das macht Roblox selbst, es sei denn, ihr wollt es. Schließen wir wieder den Task Scheduler. Jetzt kommen wir zu Script Performance. Ihr könnt dann halt die Performance von euren Scripts anschauen und es läuft kein Script, also gibt es dazu auch keine Daten. Dann haben wir Find All and Replace All. Das ist super cool, um einfach in eurem Spiel nach bestimmten Worten in euren Scripts zu suchen. Zum Beispiel, wenn ihr diesen Folder hier die ganze Zeit referenziert habt in eurem Spiel mit workspace.folder, aber ihr den Folder dann umbenennt in Folder mit 2R, dann könntet ihr zum Beispiel sagen, erstmal finde alles, wo steht workspace.folder. Ihr könnt dann hier auch gerne Groß-Kleinschreibung beachten, dass es wirklich gematcht werden muss. Ich habe natürlich keine Scripts drin, in dem das drin steht, aber normalerweise würden dann hier Ergebnisse stehen. Und dann könntet ihr hier auf die Pfeile gehen und es dann replacen durch workspace.folder und dann einfach replace all drücken. Und dann wird alles ersetzt. Und ihr habt dann eine sehr große Änderung automatisch durchgezogen. Da müsst ihr natürlich vorsichtig sein, dass ihr nicht aus Versehen falsche Sachen überschreibt. Auf diese Optionen gehen wir vielleicht später nochmal ein. Dann gibt es Team Create. Dazu gibt es, wie gesagt, noch ein weiteres Video, das irgendwann kommen wird. Dann Script Recovery. Hier findet ihr Scripts, die Roblox Studio noch irgendwo gefunden habt, falls euch irgendeine Team-Create-Sitzung abschmiert. Da könnt ihr euch die Änderungen, die ihr in diesem Script vorgenommen habt, ansehen und die dann wieder übernehmen. Dann haben wir den Terrain-Editor, der ist dafür da, um Terrain zu erschaffen. Dazu mache ich auch noch mal ein gesondertes Video. Den Call-Stack. Hier seht ihr, in welcher Reihenfolge, welche Aufgabe, in welchem Script wie durchgeführt wird. Ist sehr wichtig fürs Debuggen, also für das Finden von Fehlern in eurem Script. Und fürs Debuggen sind auch die Breakpoints wichtig. Weil hier könnt ihr dann in einem Script einfach auf Pause klicken und dann macht das Spiel wirklich an der Stelle, wenn ihr dem Script angekommen seid, eine Pause. Und ihr könnt euch dann angucken in dem Script, wie sieht denn aktuell alles aus. Wir können auf Watch gehen. Und dann seht ihr hier My Watches und Variables und hier seht ihr dann alle Variablen, die an diesem Breakpoint gerade vergeben sind, in welchem Scope sie sich befinden, welchen Wert sie beinhalten und was für einen Datentyp sie haben. Falls euch das alles nicht sagt, nicht so schlimm, das ist halt praktisch zum Debuggen und dazu werde ich wahrscheinlich noch andere Videos machen. Damit haben wir diese ganzen kleinen Sachen durch, jetzt kommen wir nochmal zu diesen Icons hier. Da haben wir einmal den View Selector, der ist standardmäßig an und das ist dieser Würfel hier oben rechts in der Ecke. Ihr könnt auf diesen Würfel einen Linksklick auf irgendwelche Flächen machen und dann springt er auf die Flächen. Wir können hier auf den Pfeil klicken und dann springt er halt wirklich auf diese Flächen. Die Kamera dreht sich entsprechend, ihr seht, wenn ich hier raufklicke,
kriegen wir so einen schönen angewinkelten View. Und der ist einfach dafür da, um zu navigieren. Ihr könnt hier einfach auf Flächen klicken. Wir können natürlich auch einfach ganz normal im Workspace mit der rechten Maustaste, wie wir es aus Roblox kennen, die Kamera bewegen. Ihr seht aber, oh, bei mir ist das ein bisschen wackelig, weil ich auf der virtuellen Maschine arbeite. Und ihr seht hier oben auch, wo wir uns im dreidimensionalen Raum befinden, wo die Y-Achse ist, die X-Achse und die Z-Achse. Diesen Würfel könnt ihr auch verschieben, indem ihr Linksklick gedrückt haltet und könnt ihn hier hinpacken, dahin packen, was auch immer. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ich arbeite mit dem nie, deswegen habe ich den in der Regel auch ausgeschaltet. Jetzt habt ihr hier die Funktion Fullscreen zu gehen und Fullscreen wieder zu verlassen. Für die Leute, die geschrieben haben, dass sie F11 nicht hinkriegen. F11 funktioniert, aber ihr könnt auch so auf Fullscreen klicken oder den Fullscreen-Modus wieder verlassen. Dann könnt ihr einen Screenshot machen oder ein Video recorden, wie ihr es auch in der Roblox-Plattform machen könnt. Das ist dann ein Screenshot oder ein Video von dem, was ihr hier im Viewport seht. Nun habt ihr hier die Möglichkeit, 2 Stats, 4 Stats und 16 Stats auszuwählen, aber es ist ausgegraut. Warum? Weil wir das Grid nicht anzeigen. Wenn ihr auf Show Grid geht oder Alt G drückt, dann ist über die ganze Map so ein kleines Grid halt gelegt. Wir sehen dann auch, hier ist einfach so ein Pfeil in der Mitte des Grids. Wenn wir die Baseplate ein bisschen nach unten verschieben, seht ihr, das Grid bleibt dort. Das heißt, falls wir ohne Baseplate arbeiten sollten, haben wir trotzdem so ein Raster, an dem wir uns ausrichten können und wissen können, wo es oben, wo es unten. Vielleicht nützlich, wenn ihr Obbys im Nichts erschaffen wollt, keine Ahnung. Und hier könnt ihr dann einstellen, wie groß soll das Grid denn auch sein. Zum Beispiel 4 Stats, was die Standardeinstellung ist, was auch das Muster auf der Baseplate ist. Oder 2 Stats groß oder 16 Stats groß. Könnt ihr alles machen. Stats sind halt die Größeneinheit in Roblox, weil früher gab es da immer solche Noppen, das war ja wie Lego. Jetzt kommt noch was viel cooleres als das Grid, und zwar das Grid Material. Das ist dann nämlich nicht nur ein Grid, welches hier so auf dieser Basisplatte liegt, sondern was über allem drüber liegt. Und mit diesem Grid Material kann man auch sehr gut bauen und dann ein Gespür dafür bekommen, wie sehen jetzt die Größenverhältnisse überall aus. Und ihr seht, das Grid Material ist auch das gleiche Material, welches ja auch auf der Baseplate drauf liegt. Ich finde, das sieht sogar ziemlich cool aus, diese Grafik mit diesem Grid Material überall drauf. Wenn ihr das Grid Material in eurem Spiel überall drauf haben wollt, dann müsst ihr es natürlich auch überall drauflegen. Dafür haben wir ja hier im Explorer die Baseplate oder diese Textur. Die könnt ihr einfach mit STRG-C kopieren und dann hier auf den Part draufgehen, STRG Umschalt V, und dann ist es draufgelegt und das müsst ihr dann für alle Flächen machen. Darüber reden wir aber auch noch in anderen Videos, wie man das alles macht. Dann gibt es Wireframe Rendering. Und da werden euch dann halt wirklich nur die, sagen wir mal, Eckpunkte, die Kanten, die Vektoren angezeigt von allen Objekten, die gerendert werden. Klicken wir hier rauf, seht ihr, so sieht praktisch die Maschine alles. Der Computer sieht die Welt im Grunde so und die anderen Flächen, die werden von eurer Grafikkarte da im Grunde raufgerendert. Es ist natürlich für uns Menschen ein bisschen blöd, hier dann Überblick zu behalten, also machen wir das wieder aus. Hier gibt es dann noch ein Auge für UI Visibility. Wenn ihr im Starter GUI zum Beispiel ein Screen GUI drin habt und dann Frame drin habt, das ist dann halt so ein GUI, das ihr halt aussehen lassen könnt, wie ihr wollt. Und wenn ihr im View-Fenster auf UI Visibility klickt, dann geht das weg. Dann seht ihr es nicht mehr, aber es ist im Grunde noch drin. Ich nehme es mal wieder raus. So. Dann kommen wir zu den Diagnostic Stats. Da haben wir einmal Stats, zum Beispiel wie viele Instances wir in der Welt haben, Primitives, bla bla bla. Ist halt zum Debuggen ganz nützlich. Dann gibt es auch die Render Stats, die Physics Stats, weil es gibt natürlich Physik in dem Spiel. Ihr seht, aktuell läuft hier nichts, was Physik angeht. Wir haben keine losen Parts, keine Parts, die irgendwie von Physik betroffen sind. Und das Spiel läuft auch gerade gar nicht. Die Network Stats, weil Roblox ist ja immer noch ein Online-Spiel. Und die Summary, wo so die wichtigsten Dinge drinstehen. Zum Beispiel, wir haben 36 Parts in unserem Spiel drin. Das ist doch gut zu wissen. Wir können das hier entfernen. Und auf einmal sind es nur noch 35. Wir können es wieder hinzufügen und dann sind es wieder 36. Also falls ihr euch fragt, wie viele Parts ihr im Spiel drin habt, dafür braucht ihr kein komisches Plugin. Ihr geht einfach auf Summary. Wenn ihr jetzt diese ganzen Fenster hier offen habt, könnt ihr auch einfach auf Clear klicken und dann gehen die alle wieder weg. Was Switch Windows angeht, muss ich ganz ehrlich sein, ich weiß es gar nicht. Ich habe früher gedacht, dass man damit zu anderen Roblox Studio Instanzen wechseln kann, aber das scheint nicht so gut zu funktionieren. Und ich habe das auch nie wirklich verwendet. Wenn ihr wisst, wozu Switch Windows da ist und ob das irgendwie nützlich ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe dafür noch keinen richtigen Nutzen gefunden. Damit sind wir an sich jetzt alle Schaltflächen im View-Tab der Toolbox durchgegangen. Und ihr seht, das ist schon eine ganze Menge, was es hier gibt. Und viele von diesen Dingen sind natürlich einzelne Funktionen, die wir nochmal in anderen Videos besprechen werden. Eine Kleinigkeit, die ich vielleicht nochmal erwähnen möchte, ist, ihr könnt alle Fenster verschieben, bis auf halt diese Toolbar hier oben. Das bedeutet, ihr könnt auch dieses Fenster, in dem ihr euer Spiel seht, verschieben. Ihr könnt einfach hier oben auf Place gehen und das Ding woanders hinziehen. Ihr könnt es auch dann
größer ziehen, kleiner ziehen, wie ihr halt lustig seid. Könnt ihr machen. Was jedoch nicht möglich ist, ist das Ding hier zu einem kleinen Fenster zu machen. Dieser große Platz hier in der Mitte, der ist tatsächlich hierfür auch vorgesehen. Aber wenn ihr mit mehreren Bildschirmen arbeitet, wollt ihr das vielleicht machen. Ich kam bisher noch nicht dazu, das wirklich zu tun. Aber an sich ganz praktisch, dass es möglich ist, Fenster zu verschieben und anzuordnen, wie man möchte. Man kann zum Beispiel auch, wenn man in zwei verschiedenen Scripts arbeitet, beide gleichzeitig ansehen. Wir haben hier jetzt unsere beiden Scripts drin und ich kann einfach eins rausziehen und sagen, ich möchte das gerne so haben. Und dann haben wir hier den einen Script, wo wir nicht Hello World, sondern Hello Dude reinschreiben. Und gleichzeitig können wir noch das andere Script ansehen. Kann man machen. Man kann dann wieder zum Place zurückgehen und dann seht ihr, sieht es so aus. Alles möglich. Die entferne ich wieder mal. Und damit haben wir dann alles besprochen, was es zum ViewTab und den Fenstern zu wissen gibt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Wenn ihr irgendein Thema schneller behandelt haben wollt, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Weil ich weiß noch nicht ganz genau, was ich in welcher Reihenfolge darstellen möchte. Es wird natürlich erstmal noch um die anderen Toolbox-Tabs gehen. Wenn euch ein bestimmter Tab wichtiger ist, dann sagt einfach Bescheid. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!